Nein, ich werde nicht sterben. Bang, 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 bang. Ja, tschüss. So, der hat mich hinter sich, würde ich sagen. Jetzt die Frage, gibt es davon noch einen hier? Da hinten war gerade einer. Da werden wir eben hinlaufen. Tschüss. Was ist das hier eigentlich? Was haben wir eigentlich als Zweitwaffe? Oh. Boom. Hallo, stirb doch. Stirb doch. Ich meine, ich könnte jetzt den ganzen... Ach der... Hallo, hau mal ab hier. Okay, der hat hinter sich, würde ich sagen. Ja, vorher schon ein bisschen angefragt. Angefragt. Ich glaube aber trotzdem wirst du sterben. Ich frage mich sowieso, wo die gerade noch ein bisschen rumhocken. Aber ist mir eigentlich egal, ich gehe in die Mine rein. Da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht um die anderen. So, was kann man denn hier Schönes? Dann werden wir da, wenn wir nicht durchkommen. Aber hier ist natürlich offen gelassen und endlich das Spiel auch mal. Ich bin jetzt in der Mine. Gut, tschüss. Ach, da oben ist schon wieder einer. Na los. Stirb. So, jetzt haben wir erstmal nochmal kurz hier eine... Oh! Okay. Das ging auch mal ab. Ich bin jetzt in der Mine. Gut, suchen Sie jetzt die Geisel. Uns läuft die Zeit davon. Wir werden mal eben... Taschenlampe. Reinhauen. Tarnfeld aktiviert. Tschüss. Da ist ein hässlicher. Homo ist das. Homo. Warte, wir haben ja noch hier. Haben wir Raketenwerfer für die? Den nicht, den geht so einfach erledigen. So, tschüss. Mal gucken, was wir hier jetzt hier. Wow! Der geht natürlich ab mit seinem Scheiß. Ja, der trifft mich, das ist logisch. Ich bin unsichtbar und der trifft mich. Genau, na klar, natürlich, natürlich. So. Strickland, ich bin jetzt in der Mine. Gut, suchen Sie jetzt die Geisel. Uns läuft die Zeit davon. So, einmal den. Da hinten ist, glaube ich, auch noch einer von denen, oder? So, der hat jetzt hinter sich. Der hat ein bisschen mal in die Eier gekriegt, hat der. Ich sehe das da hinten leider nicht so, weil da so viel... Staub vor ist, möchte ich sagen. Ach, das Ding da explodiert die ganze Zeit. Dann sollen wir uns mal einen anderen Ort suchen, wo wir uns. Wir gehen mal hier hoch, würde ich sagen. Ja, da ist der mit seiner Scheiße. Jetzt lass mal eben. Wo ist denn hier einer? Oh, meine Nase juckt. Ach, da hinten ist der. Homo, ey. So, warte mal, F5. Wir mal gucken, wie wir uns gegen den durchsetzen nach dem Spiel. Moment, ich verliere Ihr Videosignal. Gehen Sie auf Nachtsicht! Wie gehe ich auf Nachtsicht? Bang! Oh, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Ich will sehen, wie ich auf Nachtsicht gehe. Ich weiß nicht, wie ich auf Nachtsicht gehe. Was wir mal von dem von hinten ankommen. Aktiviert. Tarnfeld deaktiviert, ja. Okay, okay, wo ist der? Wo ist der Wichser? Bang! Wer gewinnt? Ich gewinne! Ich gewinne! Ich bin so ein geiler Typ. Ja, erstmal hier die ganzen Scheiße zerboxen. Muss aber bestimmt lang. Ich weiß immer noch nicht, wie man auf Nachtsicht geht, aber okay. Mich verarschen. Was schreit der da rum? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Zu den Geiseln, ne? F5 würde ich sagen. Energie kritisch. Jetzt hier irgendwie zu den Geiseln. Es wäre mir doch sehr recht. Name stich lang und da gehe ich auch lang, eiskalt. Wow! Ich meine, okay, ich würde jetzt gerne wieder hoch. Maximale Stärke.
So, natürlich, jetzt haben wir hier wieder maximale Panzerung rein. So. Die Geiseln müssen jetzt hier irgendwo bald sein, auch wenn ich gar nicht wissen will, was hier sonst noch alles ist. So. Ach, du Heiliger. Ja, jetzt kommen wir Steinchen runter, auch schön. Ich glaube, wir sollten noch maximale Stärke bleiben. Oh. Oh. Wo haben wir das letzte Mal zwischengespeichert? Ich hoffe ja, dass wir irgendwie richtig gehen. Maximale Stärke. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr so lange hier in der Höhle verbringen, wenn ich ehrlich bin. Und das ist mir nicht so geheuer hier. Definitiv nein. Warte mal, bis die ganzen Steine herabgestürzt sind. Frage mich, ob diese ganze Höhle hier einstürzt. Ähnlich vielleicht wie bei Bulletstorm früher. Ne, nur ein paar. Heftig! Die Steine verschwinden dann auch einfach. Ich meine, ist ja immer so, ne? Wenn eine Höhle einstürzt und die Steine runterfallen, dann auf einmal verschwinden die Steine auch. Wow. Okay, wir müssen eigentlich da irgendwie hin. Kommen wir vielleicht hier dahin? Das könnte durchaus möglich. Ja, wir hören die Stimme immer lauter, das geht hier. Hören wir dir mal zu? Ah, jetzt. Das wurde auch Zeit. Okay, was haben wir da hinten? In der Struktur gibt es merkwürdige elektrische Aktivitäten, Energieschwankungen. Irgendwas geht da drin vor sich. Was ist das denn für ein Ding, ey, ohne Witz? Ach du Heiliger! Diese Arschloch. Verarschen? Hören Sie, bevor der Kontakt abgerissen ist, haben wir ein Signal von der Ausgrabungsstätte abgefangen. Das spielt jetzt keine Rolle. General, irgendetwas sendet Signale in diese Struktur. Wir müssen herausfinden, was das... Schluss jetzt! Sie sind also der Killer, der meine Männer getötet hat. Richtig, richtig. Das... Schön, Sie zu sehen. Ja, Sie auch. Na los, hoch mit ihm! Sparen Sie Ihre Energie. Ihr Nanosuit wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels also, wird stärker. Also, ich werde festhalten. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Ja. Was reden Sie da? Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt, die die Welt je gesehen hat. Wow. Die Möglichkeiten sind endlos. Auf jeden Fall. Und Ihre Regierung will genauso verzweifelt in dieses Ding wie wir. Aber das werde ich nicht zulassen. Okay. Ich werde es aber... Verdammt, wir verlieren Energie! Also ich muss sagen, das Ding bringt auf jeden Fall sehr viel Energie. Es wird Zeit. Bitte. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wir machen wie geplant weiter. Sie hat recht. Sie müssen aufhören. Sie werden uns alle umbringen. Was haben Sie getan? Ruhe! Tja, das war's mit der Eingeisel auf jeden Fall. Alpha Team, bereit machen! Gleich werden Sie Zeugen einer Verschiebung der Mächte! Los, sprengen! Sprengsätze zünden! Nein. Das wäre jetzt eine Riesensprengung. Das wird die größte Stunde Nordkoreas! Richtig. Nordkorea hat auch noch nicht so viele große Stunden. Wow. Wow. Maximale Panzerung. Haltet ihn auf! Bang! Ja. Komm raus! Okay, das war jetzt nicht so. Haltet ihn auf! Wir sollten die Waffe hier nehmen. La 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 la. La 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 la.
Na los, jetzt sterben wir. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Geil. Boom! Ne, das bringt auf jeden Fall nichts. Das sollte ich nicht nochmal versuchen. Ich sollte mir aber die Munition definitiv aufsparen. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn definitiv verdammt nochmal töten. Diesen Hurenzahn. Stirb! Stirb! Verdammte! Boom! 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 Jetzt aber! Ja! Ja! Du bist tot! Verdammter Hund! Wohin? Hä? Wohin? Scheiße, weiß ich wohin? Ach da! Moin! Na? Alles klar? Kommen Sie! Ja, ich stehe direkt neben ihn. Kommen Sie! Ich kenne einen Ausgang! Ja, hallo! Ich bin direkt bei dir. Stürzt hier alles ein! Ich merke das. Miss Rosenthal, wir müssen hier raus! Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben! Kommen Sie! Drück den Knopf! Wo sind da auch noch? Wer sind Sie? Norbit! Special Forces! Mein Vater! Er war in der Ausgrabungsstätte! Er hat es nicht geschafft! Tut mir leid! Das hat mich befürchtet. Alle. Ja, das war's, denke ich mal, mit dieser Höhle und auch hoffentlich mit diesem Teil da. Einfach nochmal draufballern zum Schluss. Ich könnte sie natürlich abballern, aber ich glaube, dann ist das Spiel vorbei. Wow! Gibt es noch einen Ausgang? Nein, ich glaube nicht. Nomad, hören Sie mich. Hier ist Vulture 4 mit freundlichen Grüßen von Major Strickland. Melden Sie sich, Soldat. Hier oben wird's langsam ungemütlich. Ja, hier auch. Ich bin hier mit Helena Rosendahl. Erbitte Evakuierung. Können Sie in der Höhle landen? Mann, Nomad, Sie haben ja Nerven. Okay, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir bleiben immer da, wo wir sind. Wir haben auch gar keine andere Wahl, von daher. Mal gucken, kommt da jetzt? Wären wir episch gerettet? Ich könnte es mir...